und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Rift. Wir werden jetzt versuchen, ein Feuerriss zu schließen. Ja. Das ist so das Wesentliche, was man in diesem Spiel macht, und zwar Risse schließen zu anderen bösen Dimensionen. Dass wir hier auf einem Käfer reiten, ist nicht böse, der ist lieb, der ist nämlich mein Reittier. Und wir werden jetzt mit der Käfer diesen Riss hier schließen. Hey. Und dazu müssen wir als erstes Hellbugs Jäger besiegen. Die sehen so aus, wir holen mal einen ran. Ja, die sehen so aus wie mein Reittier. Und der ist schon hier mit den nächsten. Mika ist gerade am Sterben. Ja, ich bin. Irgendwas greift mich gerade an und ich weiß nicht was. Alles Mögliche. So, ich hab. Ja, ich. Jäger langsam mache. Ja. Wir finden uns einmal den Skill aggressiver Block. Der Schlag, also wir bringen den Gegner durcheinander. Und natürlich der gerechte Schlag. Und zwar, wir blocken und schlagen so, dass wir gleich schnell geschossen haben. Oder der Gegner tut das gerade. Wir kriegen mal die Agro. Wir versuchen es jedenfalls. Und dann können wir nämlich den gerechten Schlag. Machen, wenn Entschuldigung, schon ich habe 1500 Schaden gemacht. Gut, dann nehmen wir uns halt den richtigen Hellbug. Hellbug. Und hauen wir jetzt mal so richtig gerechten Schlag rein. 479 Schaden. Das ist schon richtig viel, aber natürlich macht ein Magier mehr. Aber ein Magier nicht. Ich hab krass außerdem gerade eine Attacke aus meiner Skill geschmissen. Ich würde jetzt den Magier bitten, mich wieder zu beleben. Wir sind übrigens tot. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier mit der Ja, das wäre schön. Oder neu einzusteigen. Ich habe ein folgendes Problem. Ich habe die verkehrte Rolle drauf. Ich mache mal Seelenwanderung, da unser Magier gerade alles Agro getrimmt ist. So, wir warten jetzt hier einen Moment und dann tauchen wir sozusagen wieder auf. Sind etwas geschwächt, werden uns dann Waffen. Entschuldigung. Jetzt nicht vergessen. Nee, hey, du hast vergessen, mich zu kommen. Und nochmal. Und dann kann ich wieder angreifen. Und wir haben 32 Sprenger zu töten. Das sind die kleinsten, die wieder rauskommen. Außen kleine Sprenger. Ja, aber jetzt ist es nur ein Bonusabschnitt, man kann den auch. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Wir können, wie gesagt, diesen Riss hier zu schließen. Der schon recht weit ist. Ich finde, der Hund und hier ist ein Krankenhaus. Naja, rot auf einmal. Das ist alles rot. Eine Farbe. So, da haben wir noch mal eine Länge. 1,30 Meter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gut schaffen werden. Speziell da ist eine tote Kuh. Wir brauchen aber lebendige. Also, wir besiegen jetzt im Moment nur diesen Skill. Großartige Aggression. Die Gegner greifen schon zu. Wir sind gerade dabei. Das sieht hier eigentlich ganz nett aus, wenn wir gerade über die Wissen sind. Ich muss mal den nächsten Spiel spielen. Sehen wir gerade nicht. Ich hab gerade einen Punkt gemacht. Rechts oben am Baum. Rechts oben am Baum? Ah, da. Genau da. Ah, der kommt uns auch gerade in der Gegend. Wäre schön, dass du ihn eingeladen hast. Leider ist er ja in der Gruppe, aber ich kann nicht helfen, hier innerhalb der nächsten 40 Sekunden noch eine Sekunde und zwei von den Kleinen zu tun. Da hinten. Ach, meine, wo hat denn die jetzt? Da hinten noch einer. Da ist einer. So, zwei Kleinen.
den Teil, dann ist das ein großer Kopf. Was interessant ist, ist bei Griff, falls in diesem Levelbereich kommt dann immer am Ende einer, aber der ist recht einfach. Sieht zwar recht gut aus, der Monarch, aber es macht lange nicht viel Zeit. Und es hat einen kleinen Kopf. Wenn ihr das eigentlich recht schnell mit der Magier hinweg kann. Der Kurs zum Sterben. Wieso hab ich eigentlich Agro? Okay, der Monarch ist tot. Ich bin auch tot. Wir haben die Welt aus dem Riss befreit, haben XP bekommen. Das, der Kampf lief optimal, es gab auch keine Verletzten, nur Tote. Tot. Auserhielt Wiederbelebung. In diesem Spiel ist das interessant. Jede Klasse kann wiederbeleben, aber nur wenn sie außerhalb des Kampfes ist. Ansonsten muss man dafür Magier sein. So, wir warten noch kurz, bis hier die Erde wieder nicht Lava-Magma-ähnlich wird. Damit man auch mal sieht, wie das hier aussieht, wenn nicht gerade ein Riss offen ist. Da ist kannst ja auch eigentlich rauslaufen. Wiese. So, jetzt laden wir hier nochmal den Kalimar in die Gruppe ein. Zu Freundesliste hinzufügen, damit fangen wir mal an, das ist schon mal eine gute Idee. Einladung empfehlen. Ach, wir sind gar nicht Leader dieser Gruppe. Also normalerweise sieht es da so grün aus wie hier außen. Und wie gesagt, auch ein bisschen freundlicher. Der kann so bin ich denn? Stufe 49. Mann, Mann, Mann. So, wir gucken mal, was es als Belohnung gab. Gab 56 Planerit, das ist sowas wie Ruf. Und ein Item aus Streitsuchende Energie. Nehmen wir Button zu uns und in diesem Sinne, während unser Magier hier Hauer oder Magierin hier Hauer verhaut, wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Riss. Ciao, ciao.